Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode Let's Play Child of Light. Wir sind mit Aurora hier irgendwo in diesem Wäldchen gelandet und ja, dürfen jetzt ein bisschen rumerkundinisieren. Ne? Da ist eine Spinne. Oh, eine Kiste. Ein roher Saphir. Auf. Whee. Gucken wir mal. Also wie gesagt, ich bin immer noch sehr angetan von dem Spiel. Healing Tonic. Au. Ah, eine Confession Note. Haben wir die schon? Okay, das ist jetzt irgendwie ziemlich weit auseinander, der ganze Kram. Love dissolves in the daylight, lost night's scent. A hand open in the candlelight bags. Mine I turn away with burnt down to black. Haben wir das nicht schon gehabt? Nee, hatten wir noch nicht. Ja, Liebe verblasst im Tageslicht, verlorener ja, Geruch der Nacht. Eine Hand öffnet sich im, eine Hand geöffnet im Kerzenlicht bettelt meine. Ich schaue weg und Wachs burnt down, also runtergebrannt. Wachs runtergebrannt, ganz komisch. Tsars, Kaisers, Princes, their charms on me spent. At dawn my heart returned what was lent. Ja, Zare, Kaiser, Prinzen, deren Charme an mir verbraucht. Zum Morgenröte gibt mein Herz zurück, was geliehen wurde. Time's harsh touch owns me. Whipping at my legs, the secret steps ahead. Guilt to me, time packs, to abate Lemurias fast descent. Alter, das ist wirklich sehr, sehr schwierig zu übersetzen. Die harsche Berührung der Zeit, ich gehöre der harschen Berührung der Zeit, so rum, meine Beine auspeitschend, das Geheimnis liegt vor mir, ja, gilt. Zu meiner Schande. Das kann ich nicht übersetzen. Sorry, das kann ich echt nicht übersetzen. Keine Ahnung. Wirklich schwierig zu beschreiben. But day has its shadows, nooks and under rocks. Someone knows secrets new who explored not. Time has its watchmaker, can stop all clocks. A meek duke, trembling, gentle, hands drawn. One dance banished all light and night court. Das ist so merkwürdig. Das ist echt, also dieses ganze Poetry-Kram, ja, das richtig zu übersetzen und da auch richtig zu interpretieren, ist richtig übel. Aber auch der Tag hat seine Schatten. Ja, Nooks und Crannies, das sind so, wie übersetzt man das am besten? So, an Dielen und so, und diese kleinen Öffnungen, so Ritze, kann man da sagen. Ritze und unter Steinen. Jemand kennt keine Geheimnisse, der noch niemals etwas erkundet hat. Die Zeit hat ihren eigenen Uhrenmacher, kann alle Uhren stoppen. Ein schwächlicher Herzog, ja, zittert. Gentle, zarte Hände gemalt. Gemalt ist, glaube ich, nicht ganz richtig, da die Übersetzung. Ein weiterer Tanz verlässt alles Licht verschwinden und die Nacht bricht herein. You stood in the way and eclipsed the dawn. Du standest im Weg und eclipsed. Hast die Morgenröte, ja, ich sag mal herbeigerufen. Ich sag mal herbeigerufen, das glaube ich nicht ganz so verkehrt. Also es, wie gesagt, ist wirklich sehr, sehr schwierig, so Gedichte und lyrische Texte eben zu übersetzen. What a peculiar, was ein merkwürdiger Schrein. Vielleicht war es irgendwann mal ein Zeichen? Also ein, ja, ein Zeichen im Sinne von, kann Zeichen oder auch Schild bedeuten, ne? Also in dem Sinn. Oh, Igniculus, flieg nicht so weit fort.
Lows of the high I do not spy. Oh, oh, because I don't see the highest of the high, okay. The deep dark well. Nummer 4? What? Kann ich wieder zurückgehen? Hello pilgrims, a long journey are we. Empty. Where could they be? Naja, ich behaupte mal, das sind alles Krähen geworden. Kann jetzt weiter in diese Richtung. Waren wir in Kapitel 3 schon? Ich versuch mal, beim letzten Mal sind wir, glaube ich, irgendwo hochgeflogen auch. Und dann, dass wir da vielleicht erstmal weiter gucken. Ich weiß, wir sind irgendwie noch so einen Baum ganz, ganz hochgeflogen. Oder? Sind das nicht? Weiß ich gar nicht mehr. Ist noch irgendwas zu erkunden? Hier sind wir. Na genau, hier sind wir hochgeflogen. Au. Ich sollte aufpassen, dass ich nicht in diese Dinger reinfliege. Ja, hier sind wir auf jeden Fall hochgeflogen. Das weiß ich. Und dann ging's hier oben weiter? Ja, hier ging's weiter. Genau, hier wollte ich erstmal gucken, was hier noch so ist. Oben in den Baum wipfeln. Wunderschön. Oh, was bist du denn? Da will ich reinfliegen. Ich will dich töten. Was können wir denn? Ich glaube, Light Ray auf den ist gar nicht mal so verkehrt. Tumble auf den ist auch nicht so verkehrt. Gucken wir mal. 49 Schaden. Und er lebt halt immer noch. Ja gut, ich kann jetzt auch nicht hier wirklich stoppen von ihren Angriffen. Da muss ich vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen besser aufpassen. Jetzt kann ich den auf jeden Fall verlangsamen. Und wenn ich den jetzt laufen lasse, kommt der dann noch an? Nein, er überholt mich sogar! Daran habe ich nicht gerechnet, scheiße. Wie das Viech halt auch immer noch lebt. Das ist krass. Nein, ich komme auch mit dem Tumble nicht schneller hin. Scheiße. Okay, müssen wir jetzt auch mal hier defenden. Ich bin gerade nicht so ganz auf der Höhe. Da noch einen, den ich machen kann, ja. Er dodgt das auch noch. Ey, wie kackendreist. Das fick dich aber, Mann. Ich lebe immer noch. Willst du mich verarschen? So. Okay, paralysiert. Ja, langsam müssen wir, glaube ich, mal ein bisschen aufpassen hier. Was da, was haben wir denn hier? Wir haben nur Slashen. Wir müssen jetzt erstmal das Kleine echt versuchen wegzumachen. Gucken wir mal. Slashen wir. Nee, da komme ich nicht ran rechtzeitig. Shitter. Lebt halt einfach immer noch gut. Ja, wir müssen gleich heilen mit Rubella. Ah, geht's doch nicht anders. Und du slash mal bitte auf die Spinne drauf. So, jetzt können wir aber heilen. In jedem Fall. Mit dem Slash kommen wir auch nicht schnell genug wieder ran. Oh. Interrupt wurde trotzdem draufgehauen. Ach, es war wahrscheinlich hier dieses Konter-Ding, was ich geskillt hatte. So, jetzt interrupten wir das Viech mal. Auch mit Slow ist es nicht schnell genug. Krass. Tumblen wir mal auf ihn los. Da können wir nicht mehr viel machen, ne? Ah,
es ist vulnerable to fire, ist ja interessant. Das ist interessant. So. Haben wir es jetzt bald mal? Interrupt ist halt ständig weg. Aber es lebt halt einfach immer noch. Ich meine, jetzt haben wir es in einer guten Phase hier erwischt. Das Viech war echt hart. Na gut, die Level-Ups haben wir uns echt gerade verdient. Defense Stardust, okay. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir nochmal skillen. Defense Upgrade haben wir jetzt zweimal hier. Light Ray All ist erst ganz unten. Gut, dann nehmen wir erstmal hier weiter. Das ist aber auch nur ein Counter-Attack-Ding. Na gut. Gucken wir mal Rubella an. Was können wir denn hier skillen? Ailment Protection brauchen wir, glaube ich, nicht. Gut, da kriegen wir jetzt hier einmal Ailment Protection All. Ich habe hier irgendwie ganz merkwürdig geskillt, sehe ich gerade, ne? Den Counter-Heal haben wir ja auch noch. Und dann können wir hier, glaube ich, auch weiter. Es ist echt... Es ist nicht so einfach mit dem Skill, ne? Aber wir haben auch noch Opoli bekommen. Was haben wir denn noch? So, dann machen wir hier mal einen größeren Tumbler Emerald. Können wir so eins von jemals einsetzen? Ein Diamant haben wir. Das bringt nichts. Und auch nichts. Das bringt auch nichts. Gut. Gibt's einen Tipp? Okay, mehr Tipps als die gibt's wohl nicht. Können wir dann mal hier die rausnehmen und so. Okay. Nö. Gut, dann müssen wir jetzt mal gucken. Was hat sie denn hier? Ein Zitrin. Und ein Diamanten. Habt denn die gute Dings hier auch einen Diamanten irgendwo? Nee. Mit diesem Rubin. Earth Damage Resistance. Das ist natürlich nicht so schlecht. Und was haben wir hier? Mit Casting Speed um 3%. Das ist natürlich auch nicht schlecht. So, dann müssen wir bei Gelegenheit mal gucken, wenn wir da wieder welche von bekommen. Okay, war das alles jetzt? Ist hier oben nur dieser Boss, dieses Bossviech gewesen? Ja, anscheinend. Anscheinend war hier wirklich nicht mehr als das. Na gut, achso, ich habe ja noch dieses Dings gefunden, ne? Wo kann ich das denn sehen? Permanently increased defense. Ja, dann ist doch wunderbar. Nutzen wir das mal. Gift from Lady of Forest, kann ich das benutzen? Bella's Blight, okay. Gut, dann können wir, glaube ich, weitergehen. Zu dem anderen Örtchen, wo wir eben gewesen sind. Ich liebe diese Musik einfach im Hintergrund, das ist so schön. Ist jetzt auch ein First Strike. Nee, war es wohl nicht. Okay, Counter Heal ist dann wohl nur für Rubella. Dann tummeln wir mal fix auf die los. Und hoffentlich haben wir sie jetzt weg. Ja. Devastation! Pinch. Okay, sieht gut aus. Den habe ich wieder vergessen hier. Ich glaube, die sind auch auf Feuer ziemlich. Nee, sind die nicht? Sind die auf Licht irgendwie empfindlich? Keine Ahnung, ist der auf Feuer? Das war ein Crit, Mann. Nicht schlecht. Das dodgt der Penner.
Das war jetzt dreist. Das war ein dreister Dodgemon. Das ist paralysiert. Na gut. Muss eigentlich mit dem Tumble wieder drin sein. Ja, ist es auch. Schön! Sehr, sehr schön. Es gehört ein bisschen viel Grinding, finde ich, momentan noch ein bisschen dazu. Oh. Aber das ist ja okay. Ist ja legitim. Wir sind hier auch noch auf dem Casual-Spielmodus. Von daher ist das noch okay. Dann rocken wir, glaube ich, erstmal von den Viechern weg. Das hat sich nicht gelohnt. Die Spinne lohnt sich jetzt zum langsamer machen. Ah, interrupted. Nicht so schön. Jetzt kriegt sie auch noch Speed dazu. Aber das macht nichts. Denn das wird unserem Kumpel jetzt hier das Genick brechen. Das Tumble wird das Letzte, was er sieht. Mitten in die Fresse rein. Und wieder ein Level Up. Ich weiß nicht, Level Ups passieren irgendwie relativ häufig. Ich habe das Gefühl, dass diese Skill-Leisten hier auch voll werden irgendwann. Slash All, das ist natürlich auch nicht so schlecht, ne? Ja, Cast Time is very long. Hier aber auch. Na gut, wir gehen erstmal Richtung Starlight hier. Ja, komm, gehen wir mal in diese Richtung. Achso, ich muss ja Rubella auch noch skillen. Ja, wo gehen wir denn jetzt mal hier mit der hin? Ich bin mir unschlüssig. Da auf diese alle Heilungen drauf zu gehen, ist glaube ich auch noch eine ganz gute Idee. Von da gehen wir mal da hin. Upsidu. Hier oben schon. So, hier war diese Notiz, ne? Ja, okay. Ja, okay. Piu. Piu. So, jetzt sind wir wieder in Kapitel 4. Können wir, glaube ich, in das Haus reingehen. Mal gucken, was es da so gibt. Also wirklich eine Währung oder sowas haben wir jetzt auch nicht, ne? Also, dass wir jetzt irgendwo einen Händler hätten, mit dem wir was kaufen und verkaufen könnten, haben wir jetzt nicht so. Also können wir wenigstens mal gucken, was hier so ist in den Häusern, ne? Guten Leuten mal ein bisschen was klauen. Oh, eine Amsel. Ja, mein Freund, ist gut. So, habe ich, wie viel Emeralds habe ich denn jetzt überhaupt? Muss man auch wieder gucken. Max HP, komm, nehmen wir mit. Setzen wir erstmal rein. Ich glaube nämlich, wir haben bei ihr jetzt... Ne, bei ihr haben wir den nicht. Was? Nochmal jetzt. Achso, ich habe einen Rough bekommen. Okay, einen kleinen bekommen. Gut, dann müssen wir da mal gucken, dass wir die mal upgraden bei Gelegenheit. Und dann gucken wir mal in diese linke Richtung. Hier ist nichts. Das heißt, wir haben nur den Weg hier nach hinten durch. Gucken wir mal. Eine Säuferkrähe, okay. Oh, da ist jemand. Entschuldigung, entschuldigen Sie mich, Sir. Haben Sie die Sonne oder den Mond in diesem Brunnen? Hurra, Prinzessin, ihr seid gekommen. Höchstwahrscheinlich nicht. Können Sie nicht sehen? Ich bin schon wieder ganz alleine. Mein Großvater und ihre Castes? Keine Ahnung. Ja, schützen das Dorf vor dem Untergang.
Ich bin ein paar Tage vorher abgehauen, um unsere Vorräte zu erneuern. Und als ich zurückgekommen bin, hat die dunkle Königin bereits meine Familie, Freunde, Verwandtschaft in Vögel verwandelt. Ja, wusste man. Die Wasser von Lethe würden sie heilen. Ich habe nun eine lange Reise vor mir. Aber Angst hat armer Mann. The whale must go down only a short span. Come on, Finn. Jump in. Will aber noch nicht da rein. Will erst hier hinten wie erstmal ein bisschen erkunden noch. Ein Wäldchen? Ein gruseliger. Okay, ich glaube, wir erkunden erstmal hier oben. Eine Truhe. Und dann gucken wir gleich mal in den Brunnen rein. Irgendwie ist das. Oh, zwei Rough Emeralds. Das ist natürlich schön. Können wir direkt hier die drei zusammencraften. Fehlt noch eine. Ein größerer. Was bist du denn? Bist du ein Gegner? Ne, ist kein Gegner, ist nur irgendwie Background-Kram. Da kann ich nicht rein. Kann ich in das Haus rein? Ich fühle irgendwie so viel zu tun hier. Ist da wie schmal. Hier scheint aber auch nichts drin zu sein. Ja. Gut, dann müssen wir die Folge wohl jetzt sowieso erstmal beenden auch. Ne? Hier sind noch ein paar Häuser, die wir jetzt noch schnell erkunden können. Sind aber noch ein paar Krähen drin. Okay. Ja, dann sehen wir uns wohl erst in der nächsten Episode wieder, ne? Macht's gut. Bis dann. Tschüss.